Und der Hund vom Nachbarn bellt wieder. Großartig. Jedes Mal, ne? Hallöchen, ihr Lieben. Ich fange jetzt einfach an, weil der Hund fühlt sich heute nicht so nach Aufhören. Dann bellt er halt wieder. Das ist schon der Running Gag in jedem meiner Videos, dass immer dieser Hund bellt. Also ich hoffe, es stört euch nicht. Ich habe heute für euch endlich mal meine Nagelroutine. Da haben ja immer mal wieder schon welche von euch danach gefragt. Und ich habe sogar mal ein Video dazu gemacht, aber das ist schon sehr lange her. Und ich glaube, die wenigsten von euch haben Zeit, diese ganzen alten Videos durchzuschauen. Deshalb dachte ich mir, mache ich da jetzt einfach mal ein Update drüber. Ich habe euch aber Instagram gefragt, was wollt ihr lieber sehen? Abschminkroutine oder Nagelroutine? Und es war relativ ausgeglichen. Also viele wollten auch die Abschminkroutine sehen. Die werde ich dann nächste Woche für euch filmen. Also keine Sorge, die kommt dann auch noch. Aber jetzt zeige ich euch heute erstmal meine Nagelroutine. Sie ist relativ simpel, aber eine Frage, die mir sehr viele von euch gestellt haben. Resi, sind das denn deine echten Fingernägel? Ja, das sind meine echten Fingernägel. Also ich habe kein Gel, keine Tipps, kein gar nichts drauf. Das sind meine Naturnägel. Und wie ich die so lang gekriegt habe und wie ich das mache, dass die mir nicht abbrechen und wie ich sie lackiere und pflege und so weiter, das erzähle ich euch jetzt heute in einem Video. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Dann legen wir mal los. Ich werde euch gleich auch ein paar kleine Clips einblenden, natürlich, wie ich genau meine Nägel pflege. Nur zu der ersten Frage, die ich so oft bekomme, wie bekomme ich überhaupt lange Nägel? Ich habe so brüchige Nägel, meine Nägel, die wachsen einfach nicht. Ich hatte genau das gleiche Problem und ich habe das in den Griff bekommen mit dem Mikrozell-Nagellack. Den kennen wahrscheinlich die meisten von euch oder haben zumindest schon mal davon gehört. Das ist der kleine Freund hier, den gibt es bei DM und gibt es auch bei Amazon. Könnt ihr euch auch da bestellen, das ist der gleiche, ist völlig egal und ich finde den sehr, sehr gut. Wie fängt man jetzt damit an? Ich benutze ihn mittlerweile nur noch als Unterlack, aber wenn man sehr brüchige Nägel hat, ich hatte das gleiche Problem, mir sind die ständig abgebrochen und gesplittert und furchtbar, dann müsst ihr damit eine kleine Kur machen, das macht ihr so 2 bis 3 Wochen und dann fängt man an am ersten Tag. Lackiert man sich eine Schicht von dem Mikrozelllack drauf. Ich habe übrigens damals auch meine Nägel ganz kurz geschnitten. Ich meine, es hilft nichts, um damit anzufangen, am besten so kurz wie möglich schneiden. Dann an Tag 1 eine Schicht Mikrozellnagellack drauf. Am nächsten Tag eine zweite Schicht Mikrozellnagellack drauf. Am dritten Tag nehmt ihr euch einen Nagellackentferner, macht euch den Nagellack runter und fangt wieder an mit einer Schicht Mikrozelllack. Am nächsten Tag die zweite und so weiter. Und so macht ihr das 3 Wochen. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig. Jeden Tag Nagellack drauf, Nagellack runter. Den gibt es übrigens auch farbig. Gibt es auch einen roten, wenn ihr gerne einen farbigen tragen mögt. Geht natürlich auch. Aber es lohnt sich, Leute. Also mir hat das echt super geholfen und seitdem brechen meine Nägel einfach nicht mehr ab. Und wenn ihr mit der Kur durch seid nach 3 Wochen, dann benutzt ihr den einfach immer als Unterlack, wenn ihr eure Nägel lackiert. Und seitdem habe ich, wie gesagt, überhaupt keine Probleme. Meine Nägel, die sind wirklich fest und ich habe ganz selten mal das Problem, dass mir ein Nagel abbricht. Und es gibt auch noch ein paar andere kleine Tricks, die man machen kann, damit die Nägel nicht so schnell abbrechen. Das zeige ich euch dann gleich noch. Ganz kurz zum Nagellack entfernen. Man muss ja erstmal den alten Nagellack runter machen. Dann nehme ich von P2 diesen Extra Strong Nagellack Entferner. Den würde ich euch ganz ehrlich nicht empfehlen, wenn ihr brüchige Nägel habt und macht diese Kur mit dem Mikrozelllack, dann ist wirklich der hier ganz gut. Das ist dieser Mikrozell-eigene Nagellackentferner, der pflegt die Nägel auch nochmal sehr und der ist acetonfrei. Also wenn euch der zu teuer ist und ihr wollt den nicht kaufen, dann holt euch auf jeden Fall einen, der acetonfrei ist. Das ist ganz wichtig. Der, den ich jetzt benutze, für brüchige Nägel nicht geeignet, weil da ist Aceton drin. Warum nehme ich den dann? Ich benutze diesen Sally Hansen, diesen Gel-Überlack. Das werdet ihr gleich noch sehen. Und der geht so schwer runter. Ich kriege den mit nichts anderes runter. Mit nichts anderes? Mit nichts anderem runter, außer mit dem hier. Und deshalb benutze ich den. Ja, ich mache natürlich dann ganz normal meinen Nagellack runter. Klar, das muss man ja immer erstmal machen. Und dann feile ich meine Nägel. Ich schneide sie eigentlich eher selten. Wenn ich sie schneide, dann nehme ich hier so einen kleinen Nagelclipser und schneide quasi einfach nur oben die Spitze ab. Also einfach hier oben den Tipp weg. Und mehr mache ich dann nicht und den Rest mache ich mit der Nagelfeile. Ich benutze die Nagelfeile hier, die ist von Primark mal gewesen, super günstig. Und zwar ist es so eine Glasnagelfeile und ich habe festgestellt, dass es mit der Glasnagelfeile am besten geht. Metall soll man ja nicht so nehmen, weil das zu heiß wird. Aber ich hatte vorher immer diesen Buffer da von DM, was ist denn das überhaupt? Ne? Ihr wisst schon, was wie so ein Schleifpapier ist, diesen großen Buffer eben. Und da habe ich immer das Problem gehabt, dass wenn ich da gefeilt habe, dass meine Nägel sich so geteilt haben. Also wisst ihr, dass die einzelnen Schichten irgendwie nicht gleichmäßig runtergegangen sind. Und das habe ich mit der Glasfeile nämlich nicht mehr. Deshalb finde ich die am allerbesten. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das mache. Also ich feile im Prinzip immer nur an den Ecken. Das ist immer ganz gut, wenn die Nägel nachwachsen, weil das ist wirklich auch ein super Tipp. Welche Nagelform möchte man haben? Da muss man natürlich auch mal gucken, wie sind die Nägel von Natur aus gewachsen. Ich habe jetzt eh so eine ovale Form, deshalb finde ich das bei mir ganz schön. Ich finde auch diese eckige Form ganz schön, aber ganz ehrlich, diese eckigen Nägel, da ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass euch die an der Seite einreißen. Deshalb feile ich die immer
an den Ecken schön rund und dann reißen die nicht so ein. Das ist ein ganz guter Tipp, finde ich. Und dann feile ich mir einfach hier die Form hin, wie ich sie gerne haben möchte. Eigentlich soll man nur in eine Richtung feilen, ich weiß, aber ich versuche mich da dran zu halten, aber meistens klappt es dann doch nicht und ich feile in beide Richtungen. Also das ist vielleicht was, worauf man noch achten sollte, aber mache ich nicht immer. Genau, und das ist einfach ganz wichtig, dass ihr da die Ecken schön rund feilt, weil das ist ein bisschen schwierig, diese eckige Nagelform mit Naturnägeln zu bekommen. Das ist echt immer das Problem, dass es dann doch irgendwann einreißt. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht und es hat nicht so gut funktioniert. Ja, wenn ich dann meine Nägel fertig gefeilt habe, dann wasche ich sie nochmal kurz und dann nehme ich diesen Stift hier. Den gibt es bei DM und der ist von Essence und zwar heißt der Nail Cuticle Remover Pen. Also das ist einfach ein Nagelhautentfernerstift. Das finde ich ganz praktisch einfach, damit die Nagelhaut ein bisschen gepflegter aussieht. Wenn die dann so weit nach oben wächst, dann ist es auch schwieriger, die Nägel zu lackieren. Und ihr seht es hier, ich nehme den einfach und damit kann man ganz super easy da so ein bisschen unter der Nagelhaut entlang fahren und die einfach so ein bisschen zurückschieben und das ist total schonend auch, tut nicht weh und geht ganz einfach. Man kann sich damit auch nicht verletzen, also deshalb finde ich das sehr, sehr cool und das mache ich dann einfach an allen Nägeln. Ja, und dann ganz wichtig, die Nägel nochmal davon befreien, weil das ist immer so ein bisschen ölig und wenn ihr direkt drüber lackiert, dann hält der Lack nicht so gut. Deshalb schön schauen, dass die schön staubfrei sind und vor allem halt auch schön ölfrei und fettfrei sind. Und dann lege ich los mit dem Mikrozellnagellack, den trage ich einfach auf, da muss man überhaupt nichts beachten. Ich finde immer, wenn man mehr Nagellack nimmt, dann geht es leichter. Ich habe auch früher mal gedacht, man muss weniger nehmen und dann läuft das nicht so über, aber es geht wirklich leichter, wenn man mehr Nagellack nimmt und den trage ich dann einfach auf und lasse den dann ein bisschen antrocknen. Ja, dann geht es natürlich weiter mit dem farbigen Nagellack. Ich trage gerne farbigen Nagellack. Ich habe jetzt hier den von Manhattan, den habe ich ganz neu, diesen Gel-Lack. Und damit lackiere ich mir dann einfach meine Fingernägel. Das ist natürlich, ehrlich gesagt, ein bisschen Übungssache. Ich mache das schon seit 28 Jahren. Nee, so lange war ich das noch nicht, aber schon sehr, sehr lange. Und dann lernt man das halt einfach irgendwie, ne? Also das muss man üben, üben, üben. Ich habe einen kleinen Trick, wenn man das noch nicht so gut kann. So habe ich das früher auch immer gemacht. Dann gebt ihr einfach einen großen Tropfen von dem Nagellack auf den Finger. Ihr seht es hier. Und schiebt das quasi mit dem Pinselchen runter zur Nagelhaut hin, dann hat man da eine schöne glatte Kante und ich finde, das ist so ein kleiner Trick, dann geht es ein bisschen leichter. Und wenn man ein bisschen gekleckert hat, dann nehme ich mir diesen Stift hier. Das ist der hier, der ist auch von Essence und der heißt Nail Polish Corrector Pen und das ist einfach dazu da, um so kleine Fails hier ein bisschen auszubügeln. Man kann es auch mit dem Q-Tip machen, aber im Prinzip ist es damit doch sehr viel einfacher, weil der hat schon eine schöne, präzise Spitze. Meiner ist schon ein bisschen schmutzig, schon ein bisschen älter und dann seht das hier, dann kann man da einfach so kleine Fehler super ausbügeln und das passiert natürlich, dass man mal daneben malt. Das ist ja kein Problem. Wenn ich fertig lackiert habe, dann nehme ich noch diese Nagellack-Härter-Tropfen. Die sind jetzt nicht dafür da, dass man sofort da drauf tapsen kann auf den Nagellack. Aber die schützen den Lack so ein bisschen. Also ich kann ja keine 2 Minuten ruhig halten und habe immer das Problem, dass ich dann den Nagellack gleich versauere. Deshalb finde ich die ganz hilfreich. Ja, und dann lasse ich das Ganze einfach ein bisschen antrocknen. Ja, und dann so eine Stunde später, halbe Stunde, Stunde später, je nachdem wie ich Zeit habe, gebe ich nochmal eine zweite Schicht von dem Nagellack drauf, von dem farbigen. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an. Es gibt auch Lacke, die decken beim ersten Mal, aber bei dem habe ich jetzt gemerkt, da braucht es schon noch eine zweite Schicht und gleiches Spiel wieder. Ich mache wieder die Nagelhärtertropfen drauf und dann warte ich wieder, bis das Ganze angetrocknet ist. Ja, und wenn das Ganze dann gut getrocknet ist, dann nehme ich immer gerne noch so einen Topcoat. Am liebsten gerade den von Sally Hansen hier. Der gibt nochmal so ein bisschen Volumen und so ein richtig schönes Gel-Finish. Und das macht so einen schönen professionellen Look, einfach als hätte man das im Studio machen lassen. Und den gebe ich dann einfach drüber. Da muss man auch nichts weiter beachten. Ich finde ja so ein Klarlack, das ist ja immer sehr einfach, den aufzutragen. Da muss man nicht großartig gucken, dass man da kleckert. Ja, und dann gebe ich wieder die Nagelhärtertropfen drauf. Und dann heißt es wieder warten. Also es ist eine sehr langwierige Angelegenheit, Leute, ich sag's euch. Aber es lohnt sich, weil durch diesen Topcoat hält der Nagellack auch sehr, sehr lange. Also ich muss nicht so oft neu lackieren, Gott sei Dank, dann meistens erst, wenn das Ganze rausgewachsen ist. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles. Also ich würde euch jetzt gerne noch ein paar tolle Mastertricks sagen, aber so easy und simpel ist meine Nagelroutine. Also der einzige Tipp, den ich euch geben kann für lange, gesunde Naturnägel, ist wirklich dieser Mikrozelllack. Der hat mir so, so sehr geholfen. Seitdem habe ich gar keine Probleme mehr. Und was wirklich auch hilft, ist einfach hier die Seiten schön rundfeilen und die Nägel nicht eckig tragen, weil das ist einfach die Gefahr, dass sie einreißen. Ja, was mache ich sonst noch? Also wenn ich putze oder so, ich trage meistens Handschuhe, nicht nur wegen dem Nagellack, sondern auch damit die Nägel nicht so einweichen, weil dann sind sie halt einfach auch empfindlicher und dann reißt man sie sich schnell ein. Ja, und immer schön eincremen. Ich habe sehr trockene Hände, aber für die Nägel selber mache ich sonst eigentlich gar nichts und
So easy ist es. Mit dem Lackieren, ich meine, das kann auch jeder lernen. Das ist auch so tagesformabhängig. Manchmal hat man eine ruhige Hand. An manchen Tagen funktioniert es einfach nicht. Ist mir auch alles schon passiert. 100 Mal, ne? Lackierst du einen Nagel irgendwie 5 Mal und denkst, du rastest gleich aus. Aber im Prinzip ist das alles eine Übungssache. Ja, ihr Lieben, und das ist meine Nagelroutine. Ich hoffe, dass euch das Video ein bisschen weitergeholfen hat und dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie sieht denn eure Nagelroutine aus? Geht ihr ins Studio? Lasst ihr euch eure Nägel machen oder macht ihr das auch lieber selber? Also ich bin ja da erstens zu geizig und zweitens zu faul dafür, da immer hinzugehen. Aber das würde mich interessieren, wie ihr das so macht. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen hoch und Abo nicht vergessen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann müsst ihr noch das kleine Glöckchen aktivieren neben dem Abonnier-Button und dann bekommt ihr mal eine kleine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat und danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.